Palmer ist sozusagen euer Thilo Sarrazin, würde ich jetzt mal so den Vergleich ziehen. Ich kann den Satz gerne nochmal vorlesen, ich glaube, mit dem er jetzt deutschlandweit berühmt wurde. Der war im Sat.1 Frühstücksfernsehen und da hat er gesagt, ich sage es immer ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ne, aufgrund ihres Alters und ihren Vorerkrankungen. Ja, wie geht man da so parteiintern um? Also, ne, du hast ja auch eine schon höhere Position als der Herr Palmer. Der Herr Palmer ist halt nur Oberbürgermeister von Tübingen, muss man ja auch sagen. Ne? Wie trifft dich das jetzt persönlich privat, so ein Satz aus der eigenen, Partei? Mhm. Ne? Und wie geht die Partei mit sowas um? Ja. Also ich finde das super schlimm, sowas zu hören, egal ob von Boris Palmer oder von anderen. Weil ich einfach finde, da steckt ein Menschenbild dahinter. Das ist menschenverachtend und das ist in jederlei Hinsicht, widerstrebt mir das und finde ich absolut nicht okay. Und Boris Palmer insbesondere ist ja jetzt nicht nur durch solche Sätze aufgefallen, sondern der hat ja auch immer wieder rassistische Äußerungen getätigt, die ich auch nicht okay finde. Und die ich auch da ganz scharf verurteilt habe, sowohl öffentlich als auch noch intern. Er wurde dafür auch parteiintern extremst kritisiert. In Deutschland ist es tatsächlich leider nicht so leicht möglich, jemanden aus der Partei auszuschließen. Also Stichwort Sarrazin hat auch Jahrzehnte, glaube ich, sogar tatsächlich fast gedauert. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Also insofern ist es nicht einfach. Aber wenn es da irgendeinen Weg gibt, dann finde ich, muss er auch unbedingt aus der Partei ausgeschlossen werden, weil der vertritt nicht mehr die grünen Positionen. Und ich habe da mittlerweile kein Verständnis mehr dafür. Und ich würde ihn auch wirklich nicht mehr als grünen Bürgermeister eigentlich bezeichnen wollen. Mhm. Weil er eben nicht mehr die grünen Grundwerte vertritt und das ist absolut nicht akzeptabel. Absolut, absolut. Aber ja, ist denn, wie läuft das ungefähr ab jetzt bei euch Grünen? Gibt es denn schon sowas wie ein Parteiausschussverfahren? Ist da schon was eingeleitet worden? Oder wird darüber erstmal noch diskutiert, ob man es einleitet? Es ist ja immer so, ich habe immer so das Gefühl, natürlich ist ja wie Vereinsmeierei. Mhm. Ne? Es muss erstmal über 100 Schreibtische, bevor überhaupt irgendwas passiert. Wo ich mir halt einfach frage, ja, Mensch, kann man da nicht auch einen kurzen Behördenweg gehen bei solchen Sachen? Ne? Das ist ja auch, das geht doch gar nicht. Ne? Ja, geht gar nicht, absolut richtig. Wir versuchen das auch, also es wird gerade geprüft, welche Möglichkeiten es gäbe, ihn auszuschließen. Aber es ist tatsächlich einfach rechtlich nicht so einfach und da müssen wir jetzt gucken, was sozusagen der beste Weg ist und ob es einen Weg gibt. Also ich bin sehr sicher, wenn es einen Weg gibt, dann werden wir den auf jeden Fall auch gehen. Ja. Da sind sich alle sehr, sehr einig. Aber die Frage ist, ob und es ist tatsächlich nicht so leicht. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?